Ja, hier ist wieder der Test Michel von YouTube. Heute geht es um Diktiergeräte, also um so kleine Aufnahmegeräte. Und zwar nicht um den Philips 9620, der kostet schlanke 450 Euro. Auch nicht um den Sharp PA-VR 10E, den habe ich mal vor Jahren für 80 Euro gekauft. Nein, es geht um ein Aufnahmegerät aus China, und zwar dieses hier. Und jetzt zeige ich euch mal, wo ihr das bekommt. Ja, und kaufen könnt ihr das gute Stück mal wieder bei Amazon. Wird angeboten von ZBT, der National Trading GmbH. Den Link poste ich nachher wieder in dem Textfenster unter dem Video. Und ja, das ist das Gerät. Kostet 25,97, also knapp 26 Euro. Ist mit 4 GB bestückt. Und jetzt zeige ich euch mal, ja, wie es so aussieht und was es so kann. Ja, und hier haben wir das Aufnahmegerät. So schaut die Verpackung aus. Das wird einfach so rausgeschoben. Dann hat man einmal hier das Aufnahmegerät. Am besten hier so in die Mitte in das Loch reingreifen. Dann kann man die anderen Sachen auch rausholen. So. Ja, USB-Kabel. Ich habe so große Finger. Das ist dann... Machen wir es so, geht einfacher. Da haben wir das Mikrofon. Das schaut dann so aus. Hier ist so ein Clip zum Festklipsen. So, jetzt funktioniert es auf einmal. Kopfhörer. Und das müsste ein Verbindungsstecker sein, um auch Telefonate mit aufnehmen zu können, weil... Wenn man jetzt mal hier schaut, wo steht's? Hier steht jetzt Recording Telephone Conversations. Und wenn man jetzt mal hier hinten guckt, da steht jetzt Telephone Adapter, Telefon und Line und hier Audio Output. Das heißt wohl, ich denke mal, das kommt nachher hier so rein, wird mit dem Telefon verbunden. Und dann mit dem Teil, dann ja, mit dem Aufnahmegerät hier oben irgendwie. Aber das muss ich nachher mal schauen, ob ich das dann so hinbekomme. Ja, und hier haben wir das Gerät dann selber. So schaut das von vorne aus. Hier ist noch so ein Displayschutz drauf. Dann haben wir hier die rechte Seite. Die Oberseite, die linke Seite, ja, Unterseite ist nichts und auf der Rückseite sind dann halt nochmal die ganzen Sachen erklärt. Der Verkäufer auf Amazon war dann noch so nett und hat mir die Bedienungsanleitung für das Diktiergerät auf Deutsch geschickt, ist ein PDF-Format und da kann man sich dann einlesen und weiß, wie man das Gerät nachher zu bedienen hat. Ja, das Aufnahmegerät haben wir jetzt mit meinem externen USB-Ladegerät verbunden und das laden wir jetzt erstmal komplett auf. Ja, hier haben wir das Aufnahmegerät, hier ist die Bedienungsanleitung, die habe ich mir dann ausgedruckt. Ich glaube, ich habe 80% verstanden, das was angesprochen wird, und jetzt versuche ich es euch mal zu zeigen. Erstmal machen wir mal hier diese Folie weg. Ja, hier haben wir das Gerät. Wir schalten das mal ein. Und zwar geht das hier an der Seite. Das sieht man ja auch hier. Da steht ja dann off und on. So, wir machen mal an. Zack. So. Jetzt gibt es verschiedene Modi. Die kann man mit der Down- oder Up-Taste durchschalten. Und zwar diese Taste hier.
zeige ich euch jetzt mal. Ja, ich bin jetzt von hinten nach vorne gegangen, machen wir nochmal. So, Record Mode, Voice Mode, Music Mode und dann der Setting Mode. Und dann sind wir wieder im Record Mode drin. Wir gehen mal in den Setting Mode. Wenn wir da rein wollen, müssen wir die Menütaste drücken. Das ist die hier oben. Wir drücken. Zack, jetzt sind wir drin. Da gibt es auch wieder so kleine Menüs. Tue ich mal durchscrollen. Wieder mit den Tasten. Record Type. Backlight. Language. Power Off. Kontrast. Memory Info. Firmware Version. Exit. Und wir sind wieder angelangt bei Record Type. Jo, zeige ich euch jetzt mal. Wenn ihr da wieder rein wollt, wieder die Menütaste hier drücken. Zack. Das Gerät ist von Grund auf die beste Aufnahmequalität eingestellt, also 192K. Und ihr könnt jetzt noch, oh, jetzt ist er rausgegangen, gerade nochmal drücken. Ihr könnt jetzt hier noch 32, 64 oder 128K einstellen. Zack, gehen wir mal zurück. So, gehen wir mal wieder eins rüber. Backlight. Ja, da könnt ihr dann die Helligkeit einstellen. Ich habe es auf 20 mal gelassen. Gehen wir wieder eins rüber. Language. Ja, Deutsch gibt es leider nicht. Englisch. Japanese. Korean. Simply Chinese. Thread Chinese. Englisch. Jo, mehr gibt es leider nicht. Nächster Punkt. Power Off. Da könnt ihr wohl einschalten. Einmal hier diesen Off-Timer, weil sich das Gerät wohl ausschaltet. Muss ich nochmal reingehen. Und dann haben wir noch Sleep-Timer. Wenn sich das wohl in Standby-Modus schaltet. Aber kann ich jetzt genau eigentlich auch nicht sagen, weil er steht auch nicht so in der Bedienungsanleitung. Aber das hat mich jetzt eigentlich nicht interessiert, weil wenn ich ausmache, mache ich aus. Dann betätige ich den Schiebe. Schalter da unten, Schieberegler, ist ja egal. So, nächster Punkt, Kontrast. Ja, könnt ihr halt den Kontrast einstellen. Memory Info. Ja, Speicherplatz, also wie viel von diesen 4 GB noch vorhanden sind. Dauert immer einen Moment. Ja, also noch ein bisschen was auf dem Gerät drauf. 1% haben wir gerade mal belegt. Dann haben wir Firmware Version vom 30.03.2009. Ich habe jetzt aber auch nicht nachgeguckt, ob es da eine neue gibt im Internet. Wo ist es da gerade rausgegangen? Aber ich glaube, wir waren eh fast durch. Gehen wir gerade nochmal hier zurück. Ja, wir waren bei Firmware Version und dann gibt es noch Exit und drücke ich die Play-Taste und dann gehen wir raus. Jo, nächstes, das war der Music Mode, da können wir auch mal reingehen. Ich habe mal zwei MP3s eben drauf gemacht. Hier sieht man sie. Auf der anderen Seite gibt es ja die Lautstärke-Taste und die Delete-Taste oder Wiederhol-Taste. Wenn ich jetzt mal hier die Taste hier drücke, so, jetzt fragt er mich, ob ich das oder ja das Lied oder den Track löschen will. Wollen wir nicht. Raus. Das war jetzt mein Smartphone und nicht das Aufnahmegerät. ich kann jetzt mal hier noch die Menütaste drücken. Ja, und jetzt gibt es wieder ein paar Funktionen. Local Folder, da gehen wir mal rein. Ja, und hier kann man wieder einige Sachen wohl, hier kann man wohl die Ordner selber anwählen. Den Root-Ordner, den Record-Ordner und so weiter. Da gehen wir aber jetzt mal wieder raus. Dafür halte ich jetzt einfach mal die Menütaste gedrückt. Na, da ist er. Na, ich drücke die Play-Taste, ist immer einfacher. So, jetzt sind wir da rausgekommen. Also mit Play kommt man mal, ja, zurück und mit der Menütaste dann ins Menü rein. Ja, wir waren hier aber in diesem Ordner drin.
Local Folder habe ich gerade gezeigt. Delete Files, da kann man jetzt auswählen. Ja, wie eben schon, ob man dieses Lied löschen möchte. Dann haben wir noch Delete All, also ob man alles löschen möchte oder ob man rausgehen möchte. Und das möchten wir jetzt. Wenn wir gleich im Play-Modus sind, drücke ich mal auf die Menü-Taste und dann kommen wir auch wieder in ein Menü rein. Jo, Lautstärke kann man hier verändern. Es ist lauter. Man kann auch gedrückt halten, geht automatisch lauter. Jetzt zeige ich mal gerade hier, wenn ich jetzt hier die Menü-Taste nochmal drücke. Sind wir auch wieder irgendwo drin, in dem Menü. Da kann man den Repeat-Modus einstellen. Da gibt es zig Repeat-Modus. Da kann man sich da einen aussuchen, den man haben möchte. So. Ja, ich muss noch auf Play drücken. Ich habe da gerade pausiert, weil ich schließe nochmal das Menü ein. Equalizer gibt es auch. Natural Rock. Wir können ja mal Rock auswählen. Wollte jetzt nicht. Moment. Dann haben wir Pop, Classic, Soft. Ah, der tut die automatisch schon durchschalten. Jazz. Dieses DBD ist, glaube ich, da kann man, glaube ich, selber mal einstellen. Den nehmen wir wieder normal. So, und lassen da drin. So, drücken wir mal auf Play Pause. Und, ja, ach jo, ich kann gerade mal die Lautstärke leiser machen. Der Schall ist einfach mal gedrückt. Dann geht der so langsam runter oder man drückt halt öfter die Taste, dann geht es halt schneller. Ja, so viel dann zu der Lautstärke-Taste. Und dann gehen wir wieder raus. Halte ich gedrückt jetzt. Menü-Taste. Ja, das ist der Vorführeffekt. Normal funktioniert das nämlich. Jetzt, na gut, ich war im Play-Modus noch drin. Ja, gehen wir mal rüber in den Voice-Mode, wo man dann halt Sachen aufnehmen kann. Hier wird jetzt dieses Lied von eben angezeigt. Wir drücken jetzt einfach Record. Und wenn man jetzt nochmal Record drückt, geht das Lämpchen hier oben an. Dann ist im Aufnahmemodus. Ja, wir sind jetzt hier im Aufnahmemodus. Hier ist der Testschnipsel von YouTube. Ich nehme jetzt mal hier so ein Testsample auf, um gleich mal zu zeigen, wie die Aufnahmequalität auf dem kleinen externen Aufnahmegerät so ist. Dann müsst ihr wieder Stopp drücken und jetzt könnt ihr euch die Aufnahme auch anhören. So, jetzt müssen wir nochmal auf Play drücken. Ja, wir sind jetzt hier im Aufnahmemodus. Nochmal lauter. Ich nehme jetzt mal hier so ein Testsample auf, um gleich mal zu zeigen, wie die Aufnahmequalität auf dem kleinen externen Aufnahmegerät so ist. Jo. Ja, wir sind jetzt hier im Aufnahmemodus. Hier ist der Testschnipsel von YouTube. Ich nehme jetzt mal hier so ein Testsample auf, um gleich mal zu zeigen, wie die Aufnahmequalität auf dem. So, jetzt habe ich mal Stopp gedrückt. Ja, also die Aufnahme ist recht klar und deutlich und auch sehr laut. Jetzt zeige ich euch noch was und zwar, wir gehen jetzt hier mal raus. Und jetzt gehen wir mal in den Record Mode rein. Also da kann man jetzt sich die Sachen, die man aufgenommen hat, alle anhören oder anzeigen lassen. So, jetzt kann ich in der Seite nochmal auf Menü drücken. Da kommt man hier so ein anderes Menü rein. Ich weiß aber nicht, wofür das gut ist. Hier steht jetzt Close vor, Open vor. Ja, ich kann es nicht sagen. Wir drücken jetzt einmal hier Play Pause.
Und jetzt sieht man hier den DVR-Ordner, der ist dafür da, der zeigt nämlich an, was wir an Voice-Samples aufgenommen haben, also einen hier. Wenn ich jetzt mal eine Taste hochdrücke, also die Vortaste, dann wird aus DVR Root, Root, da sind diese zwei MP3s drin. Drücke ich wieder einen hoch, kommt der nächste Titel und jetzt sind wir gleich wieder im DVR-Ordner drin. Ja, kann man wie gesagt abspielen. Ja, wir sind jetzt hier im Aufnahmemodus, hier ist der Technik von YouTube. Pause. Jetzt zeige ich euch mal was. Hier an der Seite haben wir diese Dell-Taste. Ich lasse es mal abspielen, drücke dann einmal die Dell, dann sieht man hier oben A, also A für Anfang. Und nachher sieht man B für Ende und alles, was dazwischen ist, tut ihr dann gleich immer im Loop wiederholen. Jetzt mal hier so ein Testsample auf, um gleich mal zu zeigen, wie die Aufnahmequalität A blinkt. Mit dem kleinen externen und jetzt drücke ich nochmal. So ist Aufnahmequalität auf dem kleinen externen Aufnahmegerät. So ist Aufnahmequalität. Das wiederholt er nochmal, das macht er dann die ganze Zeit. Und das beendet man dann, indem man Stopp drückt, dann verschwindet auch gleich das Zeichen wieder da oben. Ja, so viel dazu. Man kann auch vorspulen, das geht auch. Dann muss man einfach nur auf Play drücken und dann die Vor- oder Zurück-Taste hier. Also diese Down- oder Up-Taste. Mit Up dann vor und mit Down zurückspulen. Man hört aber nichts dabei, sondern lässt einfach los und dann startet das Aufgenommene an der Stelle halt, wo man die Taste losgelassen hat. Also es ist ein bisschen blöd zu erklären. Sonst habe ich eigentlich nichts vergessen jetzt hier. Vielleicht gibt es noch das ein oder andere versteckte Menü, was ich in der Bedienungsanleitung nicht gefunden habe. Aber ich denke mal, das war jetzt grob das, was die meisten interessiert. Also Aufnahme ist eigentlich sehr einfach. Dann geht man hier den Modus, da kann man sich dann die ganzen Sachen anzeigen lassen. Wenn ich jetzt mal hier auf Dell drücke, könnte ich den File jetzt löschen. Wollen wir aber nicht. Und, das muss ich dann, geht auch so. Jetzt gehen wir mal wieder raus. Jetzt wollte ich euch noch was zeigen bei der Bedienungsanleitung. Und zwar gehen wir mal auf die letzte Seite. Ja. Die Nutzung der Junction Box. Also man kann das Teil wohl auch irgendwie mit der Telefonanlage verbinden und dann Telefongespräche aufzeichnen. Ganz links ist ja dieses weiße Kabel, das muss wohl von der Telefonleitung da reinkommen. Bei denen haben sie es wohl abgeknipst oder ist da vielleicht noch ein kleiner Stecker dran, ich weiß es nicht. Ich denke mal ganz rechts, das soll dann wieder in den Stecker reinkommen und unten das wird dann verbunden mit dem Mikrofon, also mit dem Aufnahmegerät und schauen wir mal, ob das so funktioniert. Hier ist meine Telefondose, haben wir verbunden. Und jetzt heißt es ja, ich soll den Stecker von der Telefondose da reinmachen und den Stecker dann da rein. Also so habe ich das jetzt verstanden. Jetzt kann ich hier den Stecker mal rausnehmen. Und wenn er jetzt mal guckt hier, der Pinnippel, also hier außen, der ist ganz außen. Und wenn ich jetzt mal hier die Dose mir angucke, da ist der Pinnippel in der Mitte. Also passt der schon mal gar nicht da rein. Und deswegen weiß ich nicht, ob die in China andere Stecker haben, wie wir in Deutschland. Aber das funktioniert schon mal gar nicht. Jetzt habe ich eben mal das Aufnahmegerät mit dem PC verbunden per USB-Kabel. Dann öffnen wir das mal. Es wird als Laufwerk angezeigt. Sieht man ja hier oben, 3,79 von 3,79 GB sind noch frei. Ja, hier sind die zwei MP3-Lieder, die ich mal drauf gemacht habe. Und hier ist der Record-Ordner, also hier dieser DVR-Ordner, da sind die aufgenommenen Stimm-Samples drin. Kann man abspielen. Ja, wir sind jetzt hier im Aufnahmemodus, hier ist der Technik von YouTube. Ja, und hier so, ein Test-Sample auf. So hört sich das dann an. Und die kann man dann auch archivieren, wenn man möchte. Was auch noch komisch ist, man soll angeblich die Systemzeit einstellen können. Dazu steht jetzt hier, drücken Sie die Menütaste, drücken Sie Volume Plus oder Volume Minus Taste, um das Datum und die Zeit zu einstellen. Ist halt Chinadeutsch. Wenn die Zahl blinkt, bedeutet dies, der Wert verändert werden kann. Bla bla bla.
Dieses Menü gibt es überhaupt nicht. Wir waren ja, wie gesagt, drin gewesen. Die habe ich euch gezeigt, die Sachen. Sind nicht vorhanden. Genau hier unten mit der Zeiteinstellung. Da kann man wohl einstellen, ab wann die Aufnahmezeit im Voraus gestartet werden soll. Also die im Voraus festlegen. Und ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, ob ich zu blöd dafür bin oder ob es diese Funktion überhaupt nicht gibt. Ja, jetzt kommen wir mal zu dem Fazit von dem kleinen Aufnahmegerät. Ja, was kann man zu dem kleinen Aufnahmegerät jetzt sagen? Es ist sehr günstig im Preis, sehr gut und hochwertig verarbeitet. Wie man eben gehört hat, sind die Aufnahmen sehr klar und deutlich. Zudem werden sie auch noch sehr laut über den kleinen Lautsprecher wiedergegeben. Man kann es auch noch als MP3-Player benutzen. Die Dateien lassen sich auf dem PC anhören und auch archivieren. Die Bedienungsanleitung war jetzt halt nicht so toll gewesen. Okay, die wichtigste Funktion hat man erklärt bekommen. Vielleicht habe ich das ein oder andere jetzt noch vergessen zu erwähnen, weil ich halt nicht gefunden habe. Telefonfunktion, also Aufnahme von Telefongesprächen, hat nicht geklappt. Das lag wohl an dem Stecker, weil der halt vielleicht nur in China funktioniert und nicht in Deutschland. Das hat man ja eben dann gesehen. Aber im Großen und Ganzen kann ich das kleine Aufnahmegerät nur jedem empfehlen, der an sowas Interesse hat.